Mein Führer, Ihre Jugend, die Jugend Großdeutschlands. Später will dieser Mann nichts geahnt haben. Meine deutsche Jugend. Lüge, Irrtum, Verdrängung. Selbstschutz angesichts des Strangs. Was ist wahr? Baldur von Schirach, Hitlers Kronprinz aus Weimar. Jugendlicher Dichter im engsten Dunstkreis der Macht. Chef der Hitlerjugend, Reichsjugendführer, später Gauleiter von Wien. Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. Jede Division werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Schirach hat eine ganze Generation von Jungen und Mädchen verführt. Für Hitler. Eine verlorene Generation. Seit 1925 kommt Hitler häufig nach Weimar. Für gewöhnlich logiert er wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, hier im Hotel Germania. Nach der Entlassung aus der Festungshaft ist die Stadt so etwas wie seine zweite Heimat. Glaubt man der offiziellen Parteigeschichtsschreibung, dann lernen sich Hitler und Baldur von Schirach 1925 kennen, als Hitler zu einer Gauführertagung nach Weimar kam und eine Wagenpanne außerhalb von Weimar hatte. Und da wurde sofort ein sogenannter Knappe losgeschickt, um den Führer abzuholen. Und dieser Knappe war Baldur von Schirach. Hier soll 1925 die erste Begegnung stattgefunden haben. Ehrenwache habe Baldur vor Hitlers Zimmer gestanden. Damals ist der 17-jährige Gymnasiast Mitglied der Knappschaft, einer rechten Wehrjugendgruppe. Noch in der gleichen Nacht eilt der junge Mann, beseelt von der Begegnung, nach Hause und verfasst ein Gedicht. Zumindest lässt er es später so legendenhaft ausgeschmückt verbreiten. Ihr seid viel tausend hinter mir, und ihr seid ich, und ich bin ihr. Ich habe keinen Gedanken gelebt, der nicht in euren Herzen gebebt. Denn ich bin ihr, und ihr seid ich, und wir alle glauben, Deutschland, an dich. Das Gedicht erscheint im Mitteilungsblatt des Gaues Thüringen. Gerührt schickt Hitler dem Dichter ein signiertes Foto. Baldur von Schirach stammt aus besten Weimarer Verhältnissen. Er lebt in einer Villa am damaligen Stadtrand. Sein Vater gehört zu den Honoratioren der ehemaligen Residenzstadt. Jahrelang war Karl von Schirach Generalintendant des Hoftheaters. Als Hofrat mit prächtiger Uniform, Zweispitz und Degen hat er ständigen Zugang zum Großherzog. Schirachs Mutter ist Amerikanerin und stammt aus den besten und reichsten Kreisen des Staates South Carolina. Zu Hause in der damals prächtigen Villa, die noch heute Südstaaten Einfluss verrät, wird Englisch gesprochen. Noch mit 5 Jahren beherrscht Baldur kaum Deutsch. Die Eltern halten sowieso nichts vom wilhelminischen Bildungssystem. Darum schicken sie den Knaben mit 10 Jahren in ein Privatinternat. In das Waldpädagogikum auf dem Hexenberg im nahen Bad Berka. Die Waldpädagogik ist der Ansicht, dass Kinder
in einem Lebensraum ohne Reizüberflutung ihre inneren Kräfte und Grenzen besser wahrnehmen und erproben können. Die spartanisch eingerichteten Blockhäuser stehen unter Selbstverwaltung der Zöglinge. Baldur wird Stubenältester. Es gibt Wirtschaftsräume und Ställe für Vieh, in denen haben die Schüler kleine Ämter zu verrichten. Ziel ist eine harmonische Ausbildung mit religiöser und vaterländischer Prägung, doch fern von jedem Fanatismus. Aus dieser Zeit rührt Schirachs Gabe, Jugend zu begeistern, für welchen Zweck auch immer. 1918 ist der Krieg verloren, der Kaiser zurückgetreten und auch in Thüringen übernehmen die Novemberrevolutionäre die Macht. Der Adel verliert alle Privilegien. Und man entlässt den deutschnationalgesinnten großherzoglichen Generalintendanten. Die Schirachs werden schon deshalb nie ihren Frieden mit der Weimarer Republik machen. Und noch ein Schicksalsschlag trifft die Familie. Im thüringischen Internat Roßleben nimmt sich Baldurs älterer Bruder das Leben. In seinem Abschiedsbrief schreibt er, er habe die Niederlage Deutschlands nicht verkraftet. Baldur wird sich an seinem großen Vorbild, dem Lieblingssohn des Vaters, nie messen können. Der Vater wird die Erinnerung an den verlorenen Sohn, der Liebe Baldurs, vorziehen. Ich kann mir vorstellen, dass diese ganze revolutionäre Bewegung, in der sich mein Vater da in die Arme geworfen hat, hier in Weimar auch ein großer Protest war gegen die Generation der Eltern und eine Flucht aus den Werten dieser Generation, die in seinem Elternhaus so eine große Rolle spielten. Es wurde buchstäblich alles auf den Kopf gestellt, was zu Hause wahrscheinlich gültig war. Baldur von Schirach sucht sich neue Vorbilder. Und er findet sie. In München, der bayerischen Hauptstadt, putschen 1923 General Ludendorff und Adolf Hitler, Chef der rechtsradikalen NSDAP, gegen die Republik. Die Revolte scheitert blutig, die NSDAP wird verboten und Hitler kommt in Festungshaft. Hier schreibt er den ersten Band seines politischen Grundlagenwerks, Mein Kampf. In der ehemaligen Hofstadt Weimar fallen Hitlers abstruse Ideen einer jüdischen Weltverschwörung auf fruchtbaren Boden. Der 17-jährige Baldur von Schirach kauft sich das Buch von seinem Taschengeld. 1925 hat die wiedergegründete NSDAP in Thüringen schon mehr Anhänger als in Bayern. Zu Hitlers Auftritten zieht es nicht braune Schläger, sondern wohlsituierte Geschäftsleute, denen das Chaos von Revolution und Inflation in den Knochen steckt. Und hier im Musentempel des konservativen Bildungsbürgertums veranstalten die Nationalsozialisten ihre Parteiversammlung. Im Hoftheater begegnet Hitler zum ersten Mal Schirachs Vater, angeblich bei einer Wagner-Aufführung. Der ehemalige Generalintendant ist beeindruckt von dem österreichischen Emporkommen. Hitler erweist sich als ein außerordentlich kenntnisreicher Wagner-Kenner, kennt die Pariser Fassung von dieser Oper und jener. Also ist sehr gebildet, das ist noch die ganze Linzer Zeit. Und mein Großvater beschließt, sehr angetan von diesen erstaunlichen Kenntnissen eines Laien, wie er sagte, ihn einzuladen am nächsten Tag. Für Baldur von Schirach wird Hitler ein politischer Lehrer. Er sucht wohl auch den Vaterersatz. Dann 1926 der denkwürdige erste Reichsparteitag der NSDAP nach Aufhebung des Parteiverbotes. Baldur von Schirach macht sich als Fahrradmelder nützlich, überbringt Befehle, begleitet ortsfremde Parteiprominenz. Hitler ist glücklich. Jeden Parteitag, den er hier abhielt, war natürlich irgendwo eine Ohrfeige gegen die Demokratie. Und dann war natürlich auch Weimar sehr leicht zu instrumentalisieren als Herz der deutschen Kultur, als zentraler Ort des Deutschtums. Und alles, was damit zusammenhängt.
Und insofern hatte Weimar natürlich eine eminente Bedeutung. Und hinzu kam, dass er halt in Weimar auch ein Potenzial von Leuten vorfand, die später noch in der nationalsozialistischen Bewegung, in der Regierung eine große Rolle spielen sollten. Der Erfolg von Weimar wird sich für Hitler auch mit dem Namen Schirach verbinden. Kommen Sie zu mir nach München, studieren Sie dort, sagt er zu seinem jungen Bewunderer. Für das Sommersemester 1927 schreibt sich Balde von Schirach für die Fächer Anglistik, Germanistik und Psychologie ein. Mit dem Studium nimmt es der Junge aus Weimar nicht so genau. Er reimt weiter Gedichte auf den Führer und versucht, seine gut bürgerlichen Kommilitonen für die Idee des Nationalsozialismus zu gewinnen. Schirach ist inzwischen SA-Mitglied und auch in die NSDAP eingetreten. Auf Spaziergängen versucht er Hitler zu überzeugen, vor Studenten zu sprechen. Der aber setzt lieber auf enttäuschte Arbeiter. Immer wieder insistiert Schirach. Er sieht das Wählerpotenzial. Nach dem verlorenen Krieg überfüllen ausländische Studenten die Uni. Viele von ihnen sind Juden aus Ungarn. Schirach fordert für sie einen rassischen Numerus Clausus. Besonders bei den deutschnationalen Studenten fällt Schirachs Agitation auf fruchtbaren Boden. Viele fürchten um ihre Zukunftschancen. Er gewinnt Anhänger. Schließlich sagt Hitler zu. Am 2. November 1927 im Festsaal des Münchner Hofbräuhauses vor Studenten zu sprechen. Seine Bedingung, er kommt nur, wenn der Saal wirklich gefüllt ist. Immer wieder lässt er sich telefonisch unterrichten. Schon eine Stunde vor Beginn ist der Saal überfüllt. Hitler erscheint und wird gefeiert. Und Baldur von Schirach hat ein Ziel. Bald den Nationalsozialistischen Studentenbund zu führen. Zielstrebig arbeitet er an seiner politischen Karriere. Er will den Aufstieg, will selbst ein kleiner Führer werden, wie sein verehrtes Vorbild. Und Hitler macht ihm ein Geschenk. Im Hotel Sachsenhof zu Leipzig lässt er 1928 auf der Führertagung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes Schirach zum Reichsstudentenführer ernennen. Er hält den jungen Adligen für ein großes politisches Talent und er wird sich nicht in ihm täuschen. Schirach erreicht, dass viele der Chorverbindungen im Nationalsozialistischen Studentenbund aufgehen. Doch erst einmal fährt er in die Semesterferien. In die USA. Seine Mutter hat darauf bestanden. Er soll sich im Handel- und Bankengewerbe umsehen. Bei seinen Verwandten, der einflussreichen Norris-Familie. Schirachs Mutter hofft immer noch, ihr Sohn würde die Hände von der Politik lassen und eine Karriere im Ausland anstreben. Am liebsten wäre ihr, er bliebe gleich da. Doch Baldur hat andere Pläne. Baldur von Schirach verlegt den Sitz des NS-Studentenbundes nach München. Hier in dieses Haus, das sein weiteres Schicksal bestimmen wird. Die Schellingstraße 50 war einst Parteizentrale der NSDAP. Vor allem aber das Atelierhaus eines äußerst geschäftstüchtigen Mannes, Heinrich Hoffmann. Er ist Hitlers Leibfotograf und sein Vertrauter. Er ist der Einzige, der die Welt mit Bildern des Naziführers beliefern darf. Sein Geschäftssinn wird auch Hitler reich machen. Vom Recht am eigenen Bild hätte Hitler ohne ihn nichts gewusst. Nun lässt er sich bezahlen. Später wird er auch von jeder Briefmarke mit seinem Porträt ein Zehntelpfennig erhalten. Und Hoffmanns Tochter Henriette ist Ziehkind des Führers. Ihr spielt er mit Begeisterung Klavierauszüge von Wagner-Opern vor.
Er soll ein begabter Pianist gewesen sein. Hitler war in dieser Phase ein unendlich umgänglicher Mann, der auch mit Kindern sehr gut umgehen konnte. Also das war ein ganz hinreißender, jugendlicher Hitler, der mit dem späteren natürlich ganz schwer zu vereinbaren ist. Bei Hoffmann hat Hitler Familienanschluss, ist fast täglich da, geht mit seinem Lieblingsfotografen immer wieder hierher, zu Münchens ältestem Italiener, damals die Osteria Bavaria, und brütet mit ihm Vermarktungsstrategien aus. Übrigens, selbst der zugkräftige Titel Mein Kampf stammt von Hoffmann. Inzwischen ist Henriette 16 Jahre alt, Baldur von Schirach 22. Er hat das Mädchen eher zufällig kennengelernt und sich in sie verliebt. Hitler hat Schirach inzwischen zum Reichsjugendführer gemacht. Ein schwieriger, in Deutschland noch nicht bedeutender Posten. Baldur und Henny gehen in Hitlers Wohnung am Prinzregentenplatz ein und aus. Und hier feiern sie im März 1932 auch ihre Hochzeit. Hitler lässt seine Köchin auftafeln. Trauzeugen sind er und SA-Chef Ernst Röhm. Die privaten Fotos stammen natürlich von Heinrich Hoffmann. Als ein Jahr später die kleine Angelika geboren wird, ist Hitler natürlich Taufpate. Vier Kinder werden die Schirachs haben. Meine Mutter ist natürlich von diesem Thema Hitler nicht losgekommen. Das brach durch, so wie bei der Winifred Wagner, die ja auch ihre Treue sozusagen zu Hitler nicht aufgegeben hat. So war auch meine Mutter unendlich fasziniert von der Gestalt Hitlers. Und das war für uns unerträglich, als Kinder festzustellen, dass sie wieder von diesem oder jenem Thema das als Anlass genommen hat, um irgendwo eine fantastische Hitlergeschichte oder Anekdote zu erzählen, sodass wir wirklich als Hitlergeschädigte da aus den Unterhaltungen mit meiner Mutter gingen. Die neue private Verbindung ist auch für Baldur von Schirach lukrativ. Gemeinsam mit seinem Schwiegervater gibt er Hitler-Bildbände heraus. In seinen Texten und Gedichten himmelt er Hitler wie einen Messias an. Schirachs Gefühle sind echt. Diese geradezu religiöse Verzückung dankt ihm Hitler später. Auch wenn Schirachs Dichtkunst kaum über Hitlers Maltalent hinausreicht. Der Deutsche Buchpreis 1937-38 wurde dem Gedichtband Das Lied der Getreuen, Verse ungenannter österreichischer Hitlerjugend aus den Jahren der Verfolgung 1933 bis 37 herausgegeben und eingeleitet von Baldur von Schirach zuerkannt. Inzwischen ist Baldur von Schirach ein Idol für nationalsozialistisch geprägte Jungen und Mädchen. Nicht nur, weil er inzwischen ihre Hymne »Vorwärts, vorwärts schmettern die hellen Fanfaren« gedichtet hat. Mit dem eingängigen Refrain. Unsere Fahne flattert uns voran, in die Zukunft sind wir Mann für Mann. Wir marschieren bewillt, da durch Nacht und durch Not, mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Mut. Jugend muss durch Jugend geführt werden, dieser Grundsatz. Ich glaube, das imponiert enorm, wenn man selbst jung ist und diese furchtbar verzopfte Gesellschaft von Honoratioren, die da Weimar in einer Dichte wahrscheinlich bevölkert hat, die für uns unvorstellbar ist, dass das wie ein Aufschrei ist und ein Aufbruch
um aus dieser Welt, von dieser Welt sich mit zu befreien. Für Schirach zahlen sich Erfolg und Popularität schnell aus. 1932 zu seiner Hochzeit bekommt er ein Forsthaus am Allgäuer Walchensee geschenkt. Nach Hitlers Machtergreifung ist der Reichsjugendführer bald nicht mehr vom Geld seines Schwiegervaters abhängig. Schon 1936 kann er sich im benachbarten Kochel das Schlösschen Aspenstein als Feriensitz kaufen. Für 110.000 Goldmark. Für diesen Erfolg arbeitet Baldur von Schirach konsequent, gern und aus Überzeugung daran, die Jugend Deutschlands für den Führer zu begeistern. Er weiß, wie er die jungen Leute packen kann, weiß, mit jugendlichen Idealen umzugehen. Immer wieder jubeln Hunderttausende Jungen und Mädchen Adolf Hitler auf Deutschlandtreffen und Nürnberger Parteitagen begeistert zu. Dabei sollte ihr Reichsjugendführer wissen, für wen er arbeitet. Schließlich hat er Mein Kampf einst geradezu in sich aufgesogen. Wenn du diese verdammten Mädchen mit ihren 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen, dann kommen sie vom Jungvolk in die Mitteljugend. Dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS. Und wenn sie dort noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst. Und was dann noch an Klassen, Bewusstsein oder Standesdünkel vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Schirach ist und bleibt Hitlers treuer Vasall. Bis zum bitteren Ende wird er dessen Bewegungen kopieren, die Art seiner Reden nachahmen, wenn auch nur mäßig begabt. Hitler will die ganze deutsche Jugend und er ist entschlossen, sie ihm zu präsentieren. Anfangs haben Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädchen großen Zulauf. Doch dann stagniert die Eintrittswilligkeit. Andere Jugendverbände wie die christlichen Pfadfinder oder die sozialdemokratischen Falken beharren auf ihrer Eigenständigkeit, selbst wenn Schirach viele ihrer Traditionen übernimmt. Also greift der oberste Hitlerjunge zu juristischen Tricks. 1936 dann wird die Mitgliedschaft per Gesetz zur Pflicht. Das bedeutet nicht, dass die Veranstaltungen den Jungen und Mädchen keinen Spaß machen. Viele von ihnen haben so zum ersten Mal die Chance, dem sozialen Elend der Städte zu entkommen. Auf Wanderfahrten lernen sie die Schönheiten Deutschlands kennen. Und Schirach meint es wirklich ernst mit der Abnabelung von alten und überholten Erziehungsprinzipien. Und er lädt die Jugend anderer Länder ins Nazi-Deutschland ein. Nicht nur zur Freude der Hardliner in der Partei, die sich erst über ihn lustig machen, später seine Bemühungen bekämpfen. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kaffeelande Costa Rica. Ich bin aus Shanghai. Und ich aus der Türkei. Ich bin aus China. Und du? Wollt man dich loslassen? Ich bin von Südwestafrika. Später wird Schirach behaupten, er habe die deutsche Jugend zum Frieden erziehen wollen. Natürlich habe es hin und wieder Indianerspiele gegeben, wie in allen Ländern der Welt. Und Jugend sei nun mal technikbegeistert. Und Vaterlandsliebe. Im Dezember 1939 meldet sich Schirach freiwillig, rechtzeitig, um noch am Frankreich-Feldzug teilzunehmen.
rien de rien. Non, je ne regrette rien. Auf dem Eiffelturm wird die Reichskriegsflagge gehisst. Entlassen wird als schlanker, fescher Leutnant. Hitler ist zufrieden und hat einen Plan. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Hitler hatte seinen Reichsjugendführer schon zuvor insgeheim für einen gehobenen Posten für die Zeit nach dem Endsieg vorgesehen. Nun zieht er die Entscheidung vor. Er hat in Wien Josef Bürkel, einen alten Kämpfer, als Gauleiter eingesetzt. Einen ungehobelten Schlagetod, der es sich schnell mit den Österreichern verscherzt. Die nennen ihn bald nur noch Bierleiter-Gaukel. Der gebildete Schirach soll es nun richten. Viel lieber wäre Schirach Botschafter in Washington geworden. Doch des Führers Wille ist ihm selbstverständlich Befehl. Und er macht seine Sache gut. Hitler wird wieder von den Wienern empfangen, wie einst beim Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich. Eigentlich sind Hitler seine Landsleute suspekt. Der Führer auf dem Balkon seines Hotels. Neben ihm Wiens Gauleiter, Reichsleiter Baldur von Schirach. Für Schirach, also aus einem großbürgerlichen Haus kommend, sein Adelstitel noch aus der Zeit Maria Theresias, ja, war Wien ja, sicherlich die richtige Bühne. Baldur und Henriette von Schirach residieren in der Dienstvilla des Wiener Oberbürgermeisters. Im legendären Wein- und Ausflugsviertel Grinzing. Schirach ist nicht nur Gauleiter, also NSDAP-Parteichef des Gaues Wien, sondern auch Reichsstatthalter, vollmundig gesagt Hitlers Stellvertreter in Wien. In der Realität wirklich so etwas wie der Oberbürgermeister der Stadt. Doch viel wohler als in der Verwaltung fühlt er sich in der Kunst. Er inszeniert selbst. Hin und wieder tritt er auch auf. Er war eigentlich eine Art Dilettant. Wenn ich so denke, in München, man hat studiert dort und so weiter, hat aber nie, das war auch das Tempo der Bewegung, man hat es nie abgeschlossen, hat dann die Genugtuung gefunden, ist auch irgendwo an einer Stelle, habe ich es mal gelesen, wo er so prominent hereinsetzen lässt, Chef aller Theater in Wien, Chef aller und so weiter. Das war so wie, wenn man dem Vater sagen will, du, über allem throne ich. Ich hab's geschafft. Du bist nur ein kleiner Generalintendant, aber ich bin der Chef von dem Ganzen oder so. Könnte sein. Also ist nicht, möchte ich nicht ganz, ist auch ein bisschen Küchenphilosophie dabei, also, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass man das auch genossen hat. Ich glaube, es geht vielen Söhnen so. Natürlich kann sich Baldur von Schirach nicht nur der Kunst hingeben. Die Verwaltung der Stadt, vor allem aber sein Parteiamt, verlangen vollen Einsatz. Die Stadt Wien feiert die Heimkehr der Ostmark ins Reich. Reichsminister Dr. Goebbels und Reichsleiter Baldur von Schirach sprachen von derselben Stelle, von der aus der Führer das Großdeutsche Reich proklamierte, zu 250.000 Wienern. Auf anderen Gebieten verdirbte sich Schirach mit den Mächtigen in Berlin.
In der Wochenschau werden nur solche Wiener Kunstereignisse gewürdigt, die Film- und Propagandaminister Goebbels genehm sind. In Wien wurde unter dem Titel »Ein Maler erlebt die Reichsautobahn« eine Aquarellausstellung des Malers Ernst Huber eröffnet. Reichsminister Dr. Todt und Reichsleiter Baldur von Schirach beim ersten Rundgang. Er hat durchaus verstanden, hier richtig zu agieren, einerseits auch den Leuten das Gefühl zu geben, sie sind wieder wer, nicht? Also die Wiener hatten durchaus wieder das Gefühl, das ist wieder eine Kulturmetropole. Schirach kann und will seinen Kunstgeschmack nicht auf das Niveau von Hitlers proletenhaften Funktionären reduzieren. Als der große deutsche Dichter Gerhard Hauptmann im Jahre 1942 seinen 80. Geburtstag begeht, veranstaltet er gegen alle Weisungen aus Berlin nicht nur regelrechte Hauptmann-Festspiele, er verleiht ihm auch den Ehrenring der Stadt Wien. Außerdem richtet er dem bei den Nazis eher unbeliebten Literatur-Nobelpreisträger ein Geburtstagsessen in der Gauleiter-Villa aus. Für Propagandaminister Goebbels ist von Schirach jetzt nur noch ein überheblicher Aristokrat. Doch der emanzipiert sich weiter. Er pflegt seine Freundschaften mit Künstlern wie Gerhard Hauptmann und dem Komponisten Richard Strauss. Diese Männer von Weltrang akzeptieren den Gauleiter, auch wenn der nur über eine gediegene Halbbildung verfügt. Schirach sorgt dafür, dass Hauptmann täglich seine Milch bekommt und Strauss extra Lebensmittelmarken erhält für Schwiegertochter und Enkel, die laut Rassenideologie als Halb- und Vierteljuden gelten. War Schirach also ein großer Widerständler? Sicherlich nicht. Auf jeden Fall war er überzeugter Antisemit. Diesen Antisemitismus teilte er leider auch mit einem Teil der Wiener Bevölkerung. Schon am Tag des Anschlusses hat der Pöbel die jüdischen Geschäfte geplündert. Schirach hat später immer behauptet, er wollte immer nur den Einfluss der Juden zurückdrängen. Und was wusste der Gauleiter von diesen Transportlisten? Schirach hat wirklich darauf gedrängt, das ist von den Dokumenten her verbürgt, die Juden abzunehmen. Ich glaube, er hat irgendwann einmal gesagt zu Frank, ja, ich habe noch 60.000 Juden, die möge man mir raschest abnehmen. Ja. Er hat immer geleugnet, von diesen Deportationen gewusst zu haben, was auch Goebbels sehr suffisant immer in einem seiner Tagebücher vermerkt hat. Also, mein Gott, die Schirachs haben nicht gemerkt, dass vor ihrer Haustür 60.000 Menschen deportiert werden, nicht? Wenn man mir sagt, wie können Sie Herrn Israel Löwenstein in das Ghetto des Ostens verbannen? Das bedeutet doch für diesen Mann, der mehr als 100 deutsche Bücher gekauft hat und damit als Kulturträger zu bezeichnen ist, eine furchtbare Strafe, muss ich erwidern. Für mich wäre es keine Strafe, wenn ich aus einem fremden Land ausgewiesen würde, um zusammen mit deutschen Volksgenossen an einem anderen Ort in einer rein deutschen Gemeinschaft zu leben. Ich würde mit allen Mitteln danach streben, an einem Transport teilzunehmen. Als es im Nürnberger Prozess um den Hals des Gauleiters geht, behauptet er, erst 1944 von vereinzelten Vergasungen im Osten erfahren zu haben. Da gab es schon keine Juden mehr in Wien. Sicher ist, schon zwei Jahre vorher hat ihn SS-Chef Himmler ausführlich informiert. Und als Schirach in Wien das städtische Wohnungsproblem lösen muss und sich auch in Berlin die Beschwerden über seine oft nicht linientreue Politik häufen, sucht er seinen Ausweg in der Deportation der Juden. Dann passiert etwas Unvorhergesehenes. 1943 besucht Schirachs Frau Henriette Amsterdam und wird Augenzeuge der Deportation von Frauen und Kindern. Freunde setzen sie unter Druck, bei ihrem Ziehvater Hitler zu intervenieren. Und tatsächlich, als die Schirachs das nächste Mal auf dem Berghof eingeladen werden, ist der Eklat unausweichlich. Diese Bilder vom Berghof, aufgenommen von Hitlers Geliebter Eva Braun, stammen wahrscheinlich vom Tag dieser denkwürdigen Begegnung.
und auch dieses Foto. Irgendwann in der Nacht, der Führer liebt späte Abendrunden, berichtet sie Hitler von ihren Erlebnissen. Der erwidert, das geht dich nichts an. Sie verlässt den Berghof, es ist ja schon nachts um 12 oder um 1 Uhr, es wurde erst, glaube ich, erst um Mitternacht gegessen, und läuft nach oben auf ihr Zimmer. Mein Vater war in dieser Zeit nicht anwesend, der hat Pfeife geraucht, das konnte man nur im Fahrerzimmer, bekommt die ganze Situation nicht mit, aber spürt, dass die Stimmung merklich umgeschlagen ist, als er wieder kommt. Schirach kennt Hitler gut genug, um zu entscheiden, wir fahren sofort ab. Dass nicht nur Henriette, sondern auch er, Hitlers Kronprinz, der lange als Führernachfolger gehandelt wurde, in Ungnade gefallen ist, will er noch nicht wahrhaben. Das war dann, zumindest was meine Mutter anging, der letzte Kontakt mit Hitler. Immerhin ein Mann, den sie kannte, seit sie ein kleines Mädchen war und für den sie Zeitungen gemacht hat und dem sie vorgelesen hat und so weiter. Im April 1945 stehen die Russen vor Wien. Schirach ist für Rüstung, Verteidigung und inzwischen auch für die Standgerichte im Gau Wien zuständig. Als Festung würde Hitler gern den Untergang des ungeliebten Wien erleben. Doch Schirach hängt an seinem Leben, genau wie die Wiener. Er ist gerade 38 Jahre alt und hat sich auf seinem neuen Befehlsstand verschanzt, einem Bunker über Wien. Unten kämpft die Jugend, die er erzogen hat, einen aussichtslosen Kampf für Hitler. Er hat sie eingeschworen. Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod. Schirach war es, der für die Elite der Jugend spezielle Adolf-Hitler-Schulen gegründet hatte. Er hat militärische Disziplinen zum Ideal der Jugend erhoben. Als er in den letzten Tagen bei befreundeten Kommandeuren interveniert, die Hitlerjungen zu schonen, ist das eher eine Geste. Die AJ untersteht ihm schon seit 1940 nur noch pro forma. Als am 11. April der Stephansdom brennt, der Mob plündert wieder einmal die umliegenden Geschäfte, ist Reichsverteidigungskommissar Schirach nicht mehr in Wien. Mit ein paar Getreuen setzt er sich ab. Auf einem einsamen Berghof in der Nähe von Innsbruck taucht er schließlich unter. Für Schirach ist der Krieg vorbei. Sie haben aber einen Trick doch gemacht, den man in Deutschland immer machen kann. Sie haben sich einen Ausweis beschafft, indem Sie in eine normale Volksbibliothek gegangen sind und sich dort eine Lesekarte ausstellen ließen auf einen Fantasienamen. Und das war sozusagen dann der Ausweis, der war abgestempelt und so weiter. Und die Idee war halt, dass man abwartet, was geschieht. Wird man jetzt sofort an die Wand gestellt oder gibt es einen Prozess, von dem man Raunen hörte? Wer wird dort angeklagt? Wie kann man sich dort eventuell für seine HJ, das ist ja eine sehr stilisierte Sache immer gewesen, die HJ, wie kann ich die dann verteidigen, indem ich die alle Schuld auf mich nehme oder was wie immer diese Gesten lauten? Richard Falk nennt Schirach sich jetzt und ist angeblich ein Kriminalschriftsteller, der an einem Roman arbeitet. Inzwischen bereiten die alliierten Sieger weiter den großen Kriegsverbrecherprozess vor. Nürnberg wählen sie als Sitz des Tribunals. Am 4. Juni 1945 hört Baldo von Schirach im Radio, auch die Hitlerjugend werde dort als verbrecherische Organisation angeklagt. Er beschließt, sich zu stellen und die Verantwortung auf sich zu nehmen. Am 20. November 1945 beginnt der erste Hauptkriegsverbrecherprozess. Die HJ wird nun doch nicht angeklagt, aber Schirach.
Ihm werden die Anklagepunkte 1 und 4 vorgeworfen. Verschwörung gegen den Frieden, also Kriegsvorbereitung, und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es geht um seinen Hals. Nun würde mich interessieren, wie haben Sie sich denn die praktische Lösung des Antisemitismus vorgestellt? Im Kulturleben stellte ich mir vor, dass der jüdische Einfluss zurückgedämmt werden sollte. Später dann habe ich die Forderung nach dem sogenannten Numerus Clausus aufgestellt. Ich wollte, dass Juden nur entsprechend ihrem Prozent. Auf die Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Deportation und andere unmenschliche Handlungen gegen Zivilbevölkerungen vor oder während des Krieges steht der Strang. Allmählich wird das Schirach bewusst. Er beginnt, sich von den anderen Angeklagten zu distanzieren, redet sich eloquent heraus. Am Ende des Prozesses werden 12 Todesurteile verkündet. On which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Schirach ist nicht dabei. Er erhält 20 Jahre Haft für seine Beteiligung an der Deportation der Wiener Juden. Gerettet hat ihn, dass er Reue zeigt und verkündet, er hätte Hitler, an den er glaubte, besser erschießen sollen, denn der sei der eigentliche Massenmörder. Nach einem Jahr Haft in Nürnberg wird Schirach gemeinsam mit den anderen Gefangenen, die nicht zum Tode verurteilt wurden, in das eigens eingerichtete Gefängnis von Berlin-Spandau überführt. Hier werden die Verurteilten abwechselnd von den 4 Siegermächten bewacht. 20 Jahre Haft. In den Anfangsjahren sind 5 Minuten Besuchszeit alle 8 Wochen erlaubt und ein Blatt Briefpapier im Monat. Henriette von Schirach lässt sich 1949 scheiden. Die Kinder sind nun seine Partner. Wir hatten eine sehr innige Beziehung durch diese Briefe. Das war ein intimes Schreibequartett, das einen ganz unnachahmlichen Kammerton erzeugt hatte. Und das ohne eine Unterbrechung über 20 Jahre, 21 Jahre hinweg. Und das führt zu einer Art Intimität und Innigkeit des Austausches, die dann an der rauen Zugluft der Wirklichkeit, wenn mal das tägliche Leben sich abspielt, einfach scheitern muss. Dann kommt der 30. September 1966. Volksfeststimmung zu nächtlicher Stunde herrschte vor den Toren des Spandauer Kriegsverbrechergefängnisses. Eine tausendköpfige Menge wollte bestaunen, auf welche auffällige Weise zwei maßgebliche Erbauer des tausendjährigen Reiches den Weg in die Freiheit antraten. Punkt Mitternacht öffnet sich das Tor von Spandau. Die 3 Söhne Klaus, Robert und Richard holen Baldur von Schirach ab. Der genießt sichtlich die wiedergewonnene Öffentlichkeit. Und in einer Beziehung haben ihn die 20 Jahre nicht verändert. Er ist so selbstbewusst und eitel wie zu Anfang seiner Karriere.